Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zum letzten Mal vom Kartoffelturm, weil nun die Ernte ansteht. Wir werden nachschauen, ob das Experiment Kartoffeln im Stapeltopf geklappt hat oder nicht. Aber dafür müssen wir zuerst den Ingwer entfernen. Die oberste Etage beinhaltet ja keine Kartoffeln, sondern nur die Ingwerpflanzen. Und dank des genialen Stapeltopfsystems können wir den einfach herunterheben und beiseite stellen. Und nun schauen wir, was sich in der obersten Kartoffeletage getan hat. Ein paar Pflänzchen könnt ihr erkennen. Was das ist, weiß ich nicht, könnte aber auch Kartoffel sein. Und hier noch ein paar verwelkte Triebe. Ich nehme mal an, dass hier ein paar Knollen vorhanden sein werden. Aber schauen wir uns das einmal aus der Nähe an. Fangen wir gleich in der vorderen Ecke an. Ich verwende hier so eine Jätkralle. Das ist schon ziemlich einfach, die Kartoffeln auszugraben und ich beschädige nicht allzu viel davon. Da die Erde sehr locker aussieht, befürchte ich, dass hier nicht allzu viele Knollen vorhanden sein werden. Nehmen wir mal eine Schicht Erde ab. Ich fülle sie in einen anderen Behälter um, dann kann ich sie nachher weiter benutzen. Ja, ich sehe schon, eine erste Knolle ist schon hier. Und die hat auch eine ganz akzeptable Größe. Hier haben wir Nummer 2 und hier unten scheinen noch weitere zu sein. Die überzähligen Pflanzenreste werde ich dann übrigens in die Wurmbox werfen. Ja, da sind wir jetzt schon ziemlich am unteren Ende des Topfes angelangt. Hier haben wir noch eine Knolle. Und ich denke, das war's dann auch schon. Ja. Das war das Ergebnis aus diesem Fach. Eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn man bedenkt, in wie wenig Raum das Ganze gewachsen ist, dann freut mich das Ergebnis doppelt so stark. Lagern wir es einmal zwischen. Und weiter geht's mit dem nächsten Fach. Auch hier wieder vorsichtig auflockern. Ja, da haben wir schon die erste. Und hier werde ich das einfach in das schon geleerte Fach rüberschaufeln und erst später ausräumen. Ja, die Sorte scheint etwas kleinbleibender zu sein, mit winzigen Knöllchen. Ich hoffe, das setzt sich nicht bis unten fort. Aber ich befürchte, dass hier der Ertrag nicht besonders groß sein wird. Nein, es bleibt bei einer Handvoll Miniaturkartoffeln, aber die werde ich wahrscheinlich dann als Pflanzkartoffeln für das nächste Jahr benutzen. Ich halte sie euch noch schnell ins Bild, damit ihr die Ausbeute aus diesem Fach auch sehen könnt. Ich habe nur noch das dritte Fach geleert. Darin befanden sich noch ein paar kleine Knollen und zwei richtig große Brummer. Und hier seht ihr noch die Gesamtausbeute. Das sind alle Knollen aus dieser Etage
Und wie ihr seht, sind ein paar auch von der Sonne erwischt worden. Die haben leichte grüne Stellen ausgebildet. Die werde ich nicht essen, sondern auch als Pflanzkartoffeln fürs nächste Jahr verwenden. Alles in allem bin ich, obwohl die Pflanzen relativ wenig Knollen ausgebildet haben, mit dem Ertrag recht zufrieden. Immerhin handelte es sich um eine Etage des Pflanzkübels. Und ich zeige euch das jetzt noch einmal im Detail. Das ist die ganze Fläche, ungefähr 3 Handspannen groß, und dafür ist ungefähr 1,5 Kilo an Kartoffelknollen eine sehr passable Ausbeute. Weiter geht's mit den weiteren Etagen, aber die nur im Schnelldurchlauf. Alle Etagen sind abgeerntet und jetzt können wir schauen, wie groß der Ertrag wirklich ausgefallen ist. Ich habe die Knollen mittlerweile von der Erde gereinigt und somit haben wir jetzt nur mehr Kartoffelmasse. Und wir sehen, dass es knapp über 2 Kilo sind, abzüglich der Schüssel sind wir immer noch bei knapp unter 2 Kilo gelandet. Das ist eigentlich gar kein schlechtes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Stapeltöpfe einen Flächenbedarf von etwa 1/4 Quadratmeter haben. Die Höhe bringt es also tatsächlich. Okay, manche werden jetzt sagen, gut, so viel Ertrag habe ich von einer einzelnen Pflanze im Freiland. Ja, mag stimmen, aber wenn man kein Freiland zur Verfügung hat, freut man sich auch darüber. Zugegeben, ein paar der Knollen sind recht klein ausgefallen und eignen sich bestenfalls als kleiner Snack oder Saatkartoffel für nächstes Jahr, aber es sind auch richtig große Exemplare wie diese Knolle dabei. Ich wusste gar nicht, dass in den Stapeltöpfen so viel Platzangebot herrscht, dass sich so eine Knolle überhaupt ausbilden kann. Alles in allem bin ich mit dem Ergebnis des Experiments also durchaus zufrieden. Noch viel mehr, wenn man bedenkt, dass es sich hier nicht um spezielle Saatkartoffeln gehandelt hat, sondern einfach um Ware aus dem Supermarkt. Okay, teilweise um Bio-Ware, aber trotzdem, ich glaube, mit einer gezielten Sortenauswahl für Saatkartoffeln, die mittelfrüh sind und eine gewisse Größe entwickeln, könnte man hier noch ein weit besseres Ergebnis erreichen. Für Leute, die keinen Zugang zu Freilandfeldern haben, zum Beispiel in der Stadt wohnen oder nur über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen, ist das Stapeltopfsystem aber trotzdem eine sehr gute Möglichkeit, um zumindest einen Teil des eigenen Kartoffelbedarfs decken zu können. Ich werde jetzt die Hälfte dieser Knollen kochen und mir Salzkartoffeln daraus machen, vielleicht zu einem guten Stück Fisch. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr es auch selbst nächstes Jahr ausprobieren würdet und mir dann über eure Ergebnisse berichten könntet. Wenn ihr was mit dieser Anleitung und vor allem diesem Ergebnis anfangen könnt, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Natürlich ist es auch immer toll zu sehen, wenn jemand den Kanal kostenlos abonniert. So verpasst ihr keine weiteren Versuche und Experimente und seid immer auf dem Laufenden, was sich bei mir pflanzentechnisch so tut. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.